Es ist Montag, der 12. Oktober. Ich begrüße euch herzlich zum Start einer neuen Woche mit einem Wort von Maleachi, das jetzt da ein bisschen niederschmetternd tönt. Der Herr spricht, ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir seine Gebote halten? So wie es der Maleachi hier gesagt, so haben wir vielleicht auch schon gedacht. Was bringt es? Nützt das überhaupt etwas? Macht das einen Unterschied in dieser Welt, wo so riesige Probleme rum sind, so hoch wie die Berge hier? Was bringt das, wenn ich jetzt mit meiner kleinen Schaufel komme und meine, ich müsse jetzt den einen Berg zum anderen überschaufeln? Ich glaube, das einzige Vernünftige, was ihm da noch bleibt, ist, ich fange gescheiter gar nicht an, so kann ich wenigstens meine Gesundheit verschonen. Am Schluss sagt er nicht einmal jemand Merci, wenn du da dich abkrampfst. Und trotzdem hat Amerika einer gesagt, ich sammle Fünfe für ein Kinderheim. Man kann bei der Poststelle Fünfe einzahlen für ein Kinderheim. Und schlussendlich hat es Eisenbahnwagen voll Fünfe gegeben. Und man hat das realisieren, was er sich vorgenommen hat. Weil ein Fünfe ist ein Fünfe und ein Schaufel voll ist immer ein Schaufel voll. Ich sage jetzt ein bisschen provokativ, Problem in unserer Welt sollte man nicht allzu sehr überschätzen. Und ihr denkt jetzt vielleicht, was für ein zynischer Pfarrer. Es gibt doch Wirtschaftskrisen, Hungersnöte, Krieg auf dieser Welt, Klimakatastrophen. Und dann kommt der daher und sagt, wir sollen Problem in dieser Welt nicht überschätzen. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Wie gesagt, wir sollten trotzdem Problem nicht überschätzen. Aber vor allem, wir sollten eine Schaufel voll Gehorsam nicht unterschätzen. Denn was heute eine Schaufel ist im Reich von Gott, ist morgen ein Bagger oder ein Trax. Und was morgen ein Bagger und ein Trax ist im Reich von Gott, ist übermorgen schon ein Baugeschäft. Einer aus unserem Dorf, der ein grosses Baugeschäft gegründet hat, gesagt, ich habe angefangen mit einer Schaufel und mit einer Garette. Und jetzt habe ich ein grosses Geschäft mit Dutzenden von Angestellten. Warum ist das so? Und warum soll man nicht sagen, es ist doch für nichts, sondern gescheiter auf einmal die erste Schaufel in die Hand nehmen? Das ist aus dem Grund, weil eine Schaufel ist ein Signal. Und wenn irgendwo auf einmal eine Schaufel gerührt wird, bewegt wird, dann sind es schon gleich 10 andere, die auch mitmachen. Das ist die eine Seite. Und das andere ist so, dass wenn man den am Ort schaufelt, kommt plötzlich eine ganze Lawine mit. Das heisst, das ist wie eine Deblockade. In der unsichtbaren Welt, wenn Menschen gehorsam sind, Gott gegenüber, dann bewegt er sogar im unsichtbaren Raum. Dann kommt manchmal ganze Lawinen. Last but not least muss man sagen, wenn einer noch ein Leben lang geschaufelt hat, im Gehorsam gegenüber Gott, und nicht so viel hat gesehen, sich verändern, und Berge immer noch gross waren, muss man am Schluss sagen, es war doch viel gesünder für ihn, er war viel fitter. Letztlich war er sogar auch glücklicher, dass er irgendwo in einem fast unüberschaubaren Rahmen etwas für Gott machen konnte. Im Jenseits sieht er dann trotz allem, dass es viel mehr war, als man vielleicht von bloßem menschlichem Auge sehen konnte. Also, schaufelt brav weiter, es ist in jedem Fall gut und sei es auch nur für die geistliche Gesundheit. Ich wünsche einen schönen Tag.